So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes, ne? Das ist der Ramses. Wir sind schon wieder komplett schwarz gekleidet. Pokémon-Mütze am Start, das heißt kein Trinkvideo, sonst hätte ich das Bier-Power-Cap auf, sondern ein Pokémon-Video. 10 Uhr war Raid-Boss-Wechsel. Schlingking ist in den Raids. Die ersten Raids, die also ab 11 Uhr aufgehen, beinhalten diese neue Ultra-Bestie. Schlingking, der wohl eine Doppelschwäche gegen Fee hat. Mit guten Fee-Kondern könnt ihr den wohl auch solo bezwingen. Das wollen wir vielleicht heute auch mal probieren, aber jetzt zur Begrüßung erstmal der Community Raid. Da zeigen wir gleich, wen wir einladen dafür, was unser Team ist, wie gut er ist, ob der Spaß macht zu werfen, zu fangen, zu treffen und naja, wie der halt so aussieht einfach, wenn er dann im Beutel ist. Wir laufen jetzt erstmal zum Stadtwappen. Ich habe die Leute noch gar nicht geaddet, muss ich gleich auch noch machen. Raid ist für 11.16 Uhr angesetzt, jetzt ist 11.08 Uhr. 9 irgendwas. Das heißt, wir mischen uns ein bisschen bei. So, ihr seht jetzt das super Gebäude hinter mir. Ist ein bisschen dunkel, liegt wahrscheinlich an dem Pullover. Das können wir aber ändern. Wir machen einfach diesen hier. Ein bisschen diesen und noch mehr. Ein bisschen bauchfrei. Jetzt sieht's noch schlimmer aus. Hätte ich es lieber so gelassen. Ich will mal ganz kurz hier in die App rein, will euch mal zeigen, wen wir einladen. Wir sind nämlich schon wieder zu spät dran. Haben im Community-Tab, der immer versteckter wird, der steht jetzt ganz hier hinten, dadurch, dass alles andere jetzt unterteilt ist, laut Liste der Reihenfolge nach, haben wir Oliver, Andy Project, Blood and Tears, Prinzessin, Henry Niki, Matzo Fix, Ruffy Shango, Pogehunter, Carsten und Shenaya. Das waren die ersten 10. Hier ist auch eine Übersichtsgrafik mit den Top-Kondern. Ihr seht lauter Feen, Sachen dabei. Gardevoir auf Platz 1. 16,50 ist das 100er. Steht auch im Community-Tab. Wir gehen jetzt direkt hier drauf. Hannes, du bist soweit? Ja. Ich ziehe gleich mein Pullover wieder an. Ich mache mal hier private Gruppe auf. So. Fett, blau, fett. Fett, blau, fett. Und jetzt einladen, einmal hier, Pokehunter, Shenaya, Matzo, Carsten und noch mehr. Einer habe ich jetzt nicht vorgelesen. Und hier drüben den Rest, Prinzessin, Andy, Blood and Tears, Oliver, Ruffy Shango. Team ist erstellt, heißt Schlingking. Ich ziehe den Pullover wieder an. Jetzt, wo der dreckig ist. Das ist hier der Schatten, ne? Wir müssen heute noch die Brainy Challenge machen, die Stendaler Tod Challenge und die Chilis vom Brainy probieren und essen. Aber erstmal müssen wir das hier hinkriegen. 15 Leute sind drin. Da würde ich sagen, mache ich es mal öffentlich, weil das sind ja eigentlich genug. Kann ich noch mal zeigen, das ist der Hannes. Moin. Wenn ich so rumfilme, ist scheißegal, ob der schwarz an hat, es sieht gut aus. Aber wenn du so rumfilmst, dann sind wir verschlucken die ganze Farbe. Das ist total blöd. Das ist auf jeden Fall hier, ne, die Apostelkirche, die Arena. Hannes will uns was zeigen. Moin Team. Dein Team. Ramses steht vorne dran. Sein Schunduk Serneas. Ja. Dann ein paar Hunderter Togge Kiss. Hinten ist sogar Cabo Falla, oder wie es heißt, drin. Und euch stellen wir jetzt nochmal hier drauf. Jetzt muss ich mal, vielleicht sieht es andersrum besser aus. So? Nö. So, auf Hannes Seite. Ein bisschen hier weißer Pfarrerkragen am Start. Das ist sehr gut. Vielleicht doch zur Straße hin. Oh, ist das richtig. So muss das aussehen. Ich bleibe jetzt hier stehen, damit ihr auch was seht. Brauche jetzt aber die zwei Handys. Dann schlachten wir mal das Schlingking. Ne? 15 Leute. Wir wollen, wenn wir heute einen zweiten Raid finden, dann mal gucken, ob wir den Solo schaffen. Hannes mit seinem Team, ich mit meinem Team. Das als extra Video noch, was vielleicht dann am Donnerstag kommt. Donnerstag gucken wir dann auch wieder Seven vs. Wild, Folge 2. Mittwoch ist Raid Mania. Heute Abend gibt es vielleicht noch die Rampenlichtstunde mit Hannes. Vielleicht klappt es diesmal von unterwegs zu. Ach, guck mal, schon ist er tot, ne? Das ging ich habe einmal kurz weggeschaut, ist er schon tot.
16,50 ist das 100er. Ich wollte erst noch einen kleinen Account mitnehmen, mit dem ich Glücksfreund bin, damit ich nach dem Raid mir direkt einen Lucky Trade mit Schlinking mache. Aber die will ich ja eigentlich bei den Legendären die Glückseinträge über die Shinies holen. Und weil es das noch nicht Shiny gibt, brauche ich auch noch keinen Lucky Trade machen. Wir drücken das jetzt ganz schnell hier durch. Beziehungsweise kann ich euch hier drüben mal vorlesen. 4Bro, letzter Angriff. 4Bro, Jenner, letzter Angriff. Matzofix, Reisender. Jenner, Kampfstark. Henry, Niki, Starläufer. Andy Project, Mega Meister. Wir haben hier 16,12. Ich sehe nämlich, der Akku ist wirklich tot und gleich leer. Ja, bei mir auch 16,12. Du hast auch 16,12. Auf dem Kleinen habe ich. ...15,87. Das wollen wir nicht. Wir nehmen also ihn hier, versuchen den ganz matzofix zu fangen. Curve ein bisschen, werfen mal. Das war zu knapp. Der muss auf jeden Fall weiterfliegen. Jetzt stehe ich hier auf 10 Spitzen. Also das andere war auf jeden Fall besser zum Stehen, weil das höher war. Sieht für mich wie ein großes, mächtiges Pokémon aus. Ist vielleicht jetzt nicht so nützlich, aber gefällt mir vom Design. Und es ist ein dicker Klops. Ja, ich stehe auf dicke Klopse. Das könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben. Wäre ein Pokémon, was ich gerne dann irgendwann mal als 100er hunten werde, sobald es als Shiny verfügbar ist. Was natürlich dauern kann, weil es ja das erste Mal da ist. Lasst euch nicht irritieren, es wird wieder Leute geben, die tausendmal fragen, gibt es den schon in Shiny? Nee, er ist das erste Mal da, kein Shiny. Es gab bisher noch keinen legendären oder keine Ultra-Bestie, die in die Raids kam und direkt Shiny war. Das gab es bei kleinen Raids mal, wie Shinux, Click und so Zeug, aber nicht bei sowas. Wie viele Bälle hast du, Hannes? 20 habe ich. Ich habe 21. Habe ich gewonnen. Gut. Bringt mir aber nichts, wenn ich alle daneben werfe und er dann abhaut. Wir haben bisher noch kein einziges Mal fabelhaft getroffen. Vielleicht sollten wir das noch ändern und uns nicht unter Druck setzen lassen. Der Kreis war immer noch zu groß wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch daneben geworfen. Aber eigentlich machen wir das ja auch. Nicht nur um zu zeigen, welche Konter man nimmt, sondern um euch zu zeigen, wie man den am besten trifft oder wirft. Wir können ja mal den Ball einstellen. Jetzt ist der Kreis so klein. Wir warten, bis er angreift. Das müsste der Angriff sein. Curven dann drauf und sehen, dass wir viel zu hoch geworfen haben. Du brauchst also viel weniger Kraft, viel weniger Druck. Den Ball verstelle ich jetzt mal nicht. Ich warte wieder auf den Angriff, werfe kürzer. Der war schon besser in die Mitte gezielt, aber immer noch zu weit drüber. Bis jetzt habe ich den Dreh noch nicht raus. So. Ich treffe nur mal großartig. Ich treffe gar nichts. Wäre dann wahrscheinlich besser, wenn man auf großartig geht, bevor man alles daneben wirft. So, ganz leicht und zärtlich. Der war zu zärtlich, weil der war drunter. Der war zu kurz. Einfach fabelhaft. Gut, Hannes hat es geschafft, einfach fabelhaft zu werfen. Aber nur, weil er gesprungen ist. Und safe. Wieder daneben. Hannes hat gefangen. Du kannst ja gleich mal bewerten, was es dir so ausspuckt, wenn du eh die gleichen Werte hast wie ich. Komm, Digga, mach was, los, hüpf, hüpf, hüpf. Ja. Ah, das war wieder zu lasch. 14, 10, 15 oder 14, 11? Ich verschwende jetzt hier alle 14, Bälle an 11. dem Teil. 14, 11, 15. Wieder zu weit, wieder drüber, über den Kreis. Ich krieg's heute nicht gebacken. Aber er ist drin. Was Boah, will man mehr? Er ist drin. Der Schwanz sieht geil aus, ja, okay. Das ist wie so ein Morgenstern hinten dran. Ja, das ist richtig nice, der Schwanz. Wir haben jetzt auch hier den Pokédex-Eintrag im Pokédex registriert. Sehr schön. Wir werden den auch mal kurz. Sieht anders aus wie bei dir. Der Schwanz, der geht ja 10 Kilometer nach hinten raus. Ja, aber richtiger Morgenstern hinten dran. Ja. Hat oben einfach noch Arme dran, hat unten Arme dran, hat Klauen, verschlingt, leuchtet in der Mitte. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Stephen Kings S, wo der immer seinen Mund aufmacht und du das Universum dann drin siehst und der die Seele aussaugen will. Finde ich auf jeden Fall mega interessantes Pokémon, gefällt mir unglaublich gut vom Design. Hat hier Drachenrute Wirbler. Ansonsten bin ich hoffentlich mit keinem aufgestiegen und kein Glücksfreund geworden. Wir gehen jetzt schnell heim, fangen den da drüben noch. Laden das Video hoch und dann sehen wir uns vielleicht heute Abend in der Rampenlichtstunde wieder. Danke Hannes fürs Mitmachen. Ja, gerne. Bist der Beste, ne? Jo, siehst auch aus gerne. Wie so ein Schlinking hier. Ja, genau. Peace out, Vorhaut. Habt ihr was Gutes bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wart ihr dabei? Schreibt's rein und bis zum nächsten Mal.